Hey Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Piolet-Video. Ich freue mich so sehr, das für euch zu filmen. Ihr wisst vielleicht schon oder vielleicht auch noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall ein langjähriger Piolet-Fan. Ich bin seit Anbeginn dabei quasi. Ich arbeite mit Piolet zusammen, seit es die kleinen Piolet-Armbändchen gab. Vielleicht kennen die noch die ein oder anderen von euch. Und ich dachte mir heute mal, vielleicht gibt es ja ein paar von euch, die noch nicht bei Piolet bestellt haben oder vielleicht noch nicht so viel oder einfach vielleicht auch Fans sind und einfach noch ein paar mehr Schmuckstücke sehen möchten. Und deswegen zeige ich euch heute ganz viele Favoriten von mir und werde euch immer so ein bisschen zeigen, wie sieht das auf der Webseite aus. Ich werde euch also immer ein Bild einblenden und wie sieht es dann in der Realität aus. Und ich dachte mir, das wäre ganz interessant, vielleicht auch so als Video, was ihr euch angucken könnt, bevor ihr etwas bestellt. Vielleicht ist ja was dabei. Ich werde auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen zeigen. Ich werde nicht alle getragen zeigen können, das wird einfach zu lange dauern, aber ich werde euch ganz, ganz viel zeigen, euch hier in die Kamera halten, dann habt ihr schon mal so einen Einblick. Und falls ihr Fragen haben solltet, bevor ihr was bestellt, schreibt mir auch super gerne auf Instagram. Ich heiße auch Marienspire. Ich kann euch ein Bild schicken von dem Schmuckstück, wenn ich es zu Hause habe. Ich habe auch super viele Sachen da, die gerade leider nicht mehr im Shop verfügbar sind. Deswegen habe ich so ein bisschen vorsortiert und eigentlich bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher, dass die Sachen, die ich euch zeige, auch verfügbar sein werden. Bis auf einen Ring, aber den gab es im Adventskalender und da wird es ja auch dieses Jahr wieder einen geben. Deswegen dachte ich mir, lasse ich den trotzdem an. Ich trage den einfach super, super oft und genau. Ich will auch gar nicht zu doll jetzt schon wieder abschweifen. Auf jeden Fall habe ich was richtig Cooles für euch. Und zwar könnt ihr 20% sparen. Ihr könnt wirklich alles in euren Warenkorb packen. Piolet Beauty, die Kleidungssachen. Ich habe übrigens auch noch was Neues bestellt. Die Haaraccessoires, Strandtaschen, Strandtücher, also wirklich alles. Mit dem Code MARIEFAVE packe ich euch hier nochmal alles hin. Packe ich euch aber auch nochmal in die Infobox. Und ihr könntet auch einfach den QR-Code scannen. Und dann wird das automatisch am Warenkorb schon für euch abgezogen. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Lasst dem Video sehr, sehr gerne schon mal ein Däumchen nach oben da. Abonniert auch schon mal sehr, sehr gerne meinen Kanal. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. So, jetzt habe ich schon wieder super viel geplappert. Aber ich möchte euch immer alle Informationen am liebsten geben. Und habe immer Angst, dass ich irgendetwas vergesse, weil ich versuche immer die Videos so zu gestalten, dass sie so sind wie Videos, die ich mir gerne angucken würde, bevor ich mir etwas bestelle, wenn ich mir noch nicht sicher bin. Folgt mir super gerne, falls euch das so gefällt. Aber jetzt geht es weiter mit Piolet. Also ich habe einmal hier noch einen Karton mit ein paar neuen Sachen, die ich bestellt habe. Da sind übrigens auch ganz, ganz neue Sachen mit drin. Ne? Ein Hemd mit einem Top, ein T-Shirt. Also bleibt unbedingt dran. Und hier hinten habe ich so ein bisschen was aufgebaut. Ich muss sagen, ich hatte eine Phase, da habe ich immer super, super viel gelayert. Ich glaube, wenn jetzt so ein Event wieder ist, ne, oder wenn man im Urlaub ist, dann ziehe ich auch schon mal gerne wieder mehr Ketten an. Aber aktuell meine wirklich Lieblingskette ist einfach die Sleeky-Kette. Deswegen zeige ich euch die jetzt nochmal. Ich habe jetzt meinen Geburtsstein für den August einfach dran gehängt. Da gibt es aber ganz viele verschiedene. Es gibt auch noch ganz viele andere Charms. Kann ich euch gleich auch nochmal ein paar zeigen. Und das ist einfach aktuell so meine Lieblingskombi. Ne? Ich wechsle da auch immer gerne ein bisschen rum. Ich würde euch auch einfach die Sleeky-Kette empfehlen als Kette für Charms. Ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass jeder Charm da dran passt. Die Charms, die ich jetzt da habe und Piolet empfiehlt auch ein paar mit der Sleeky-Kette zusammen, die passen auf jeden Fall da drauf. Ihr wisst, dass ich normalerweise euch immer eine Kettenkombination gezeigt habe, die sich auch viele von euch nachgekauft haben, was ich super, super süß finde. Deswegen wird das auch immer ein Liebling von mir bleiben. Ich trage die halt aktuell nicht, weil die Sleeky-Kette das so ein bisschen abgelöst hat. Und es gibt auch diesen Charm nicht mehr, aber ich wollte euch sie trotzdem noch mal kurz zeigen. Und zwar hatte ich diese beiden Charms an die Vaina-Kette dran gepackt. Ich habe die Vaina-Kette auch noch, die zeige ich euch gleich noch. Die habe ich mir halt selbst zusammengestellt, aber die passt auch so an sich, passt das nicht so gut auf die Vaina-Kette. Ich musste das so ein bisschen aufmachen und dann da unten drum machen. Das war ein bisschen komplizierter, aber das Problem habt ihr bei der Sleeky-Kette auf jeden Fall nicht. Also könnt ihr auch Charms, die ihr schon habt, oder die anderen Buchstaben-Charms, die es gerade gibt, einfach dran machen. Das ist gerade mein Favorite. Genauso wie Ohrringe, nach denen ich auf TikTok immer gefragt werde, wenn ich die auf TikTok trage, kommt in den Kommentaren, was sind das für Ohrringe, wo hast du die her? Und das sind die Drop-Ohrringe von Piolet. Ich liebe die über alles und ja, trage die auch super, super oft, wenn ich nicht meine kleinen Stecker trage, die ihr wahrscheinlich auch von mir kennt. Dann habe ich die Drop-Ohrringe an. Ich finde, die haben die perfekte Größe. Die sind nicht zu groß, die sind nicht super klein, die sind aber auch nicht super schwer, dass die jetzt irgendwie störend sind. Und ein Ring, den ich wirklich immer anhabe, es ist der Pure Pearl Ring. Ich finde den so schön, gerade mit dieser kleinen Perle halt eben noch, ne? Die ist so lose, die bewegt sich dann immer so ein bisschen. Und ich hatte den damals auf einem Captain & Sun Event bei der lieben Paula gesehen und die hatte den an. Und wenn die ihre Hand so bewegt hat, wir waren vorher noch essen, fand ich das so schön, dass ich mir dachte, ich brauche den auch direkt. Und das macht so viel her, es ist schlicht. Ich trage den übrigens immer in der Größe 54, generell eigentlich alle Ringe, dass ich den einmal an Zeigefinger oder Mittelfinger tragen kann.
Finde ich irgendwie schöner als am Ringfinger, aber da könnt ihr ja gucken, wie euch das am besten gefällt. Und hier den Ring, das ist das einzige Schmuckstück, was es jetzt so nicht gibt zu kaufen. Der war im Adventskalender und ich finde den so wunderschön. Und mein All-Time-Favorite, deswegen will ich euch auch gar nicht so viele andere Armbänder in diesem Video zeigen, weil ich immer das Kanani-Armband trage. Ich nehme das nie ab, ich gehe damit duschen. Ich habe einmal in all den Jahren mir das nochmal neu bestellt. Da ist noch nie was dran passiert und ich trage das halt wirklich immer beim Duschen, im Meer, im Pool. Hier zeige ich euch das Kanani-Armband einfach nochmal nur ein bisschen näher. So, und jetzt machen wir auch weiter, weil ich wollte es jetzt gleich mir dann auch einmal anziehen und euch getragen zeigen. Und zwar haben wir jetzt hier einmal noch ein neues Schmuckstück, das zeige ich euch aber gleich, das sind Ohrringe. Dann, das habe ich gestern direkt schon mal meinem Freund gegeben, der hat das schon getragen, haben wir ein T-Shirt. Und zwar ist das das Ocean T-Shirt. Das hat vorne einmal Piolet draufstehen. Ich habe das jetzt in der Größe M bestellt. Ich dachte mir, dann kann ich es tragen, aber Daniel kann es halt eben auch tragen. Es gibt es in S, in M und in L und es gibt auch noch ein anderes wunderschönes T-Shirt. Aber ich finde die Farbe so schön. Das ist so ein bisschen so ein ausgewaschener Look. Dann habe ich schon mal an ein Event gedacht, was im August stattfinden wird, Ende August, Anfang September. Und an den Kreta-Urlaub im September, wo Daniel und ich nochmal endlich nach Kreta fliegen. Und habe mir diese wunderschöne Bluse bestellt. Das ist die Breeze-Bluse. Könnt ihr so jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut erkennen. Ich werde die gleich mal anziehen und ich werde euch auch noch ein Bild einblenden, dass ihr sehen könnt, wie das halt eben im Shop aussieht. Und ich dachte mir, das wäre perfekt, wenn man irgendwie am Strand ist, was überwerfen will oder auch abends noch in eine Bar geht und sich was überwerfen will. Und ich finde das so cool, dass es das jetzt bei Piolet auch gibt. Ich habe mir übrigens auch noch die Cap bestellt. So eine dunkelgrüne blende ich euch ein, aber die ist noch nicht da, weil die jetzt gerade noch nicht lieferbar ist. Und dann habe ich mir noch das Simplicity Top bestellt. Das ist einfach ein weißes Tanktop mit Piolet aufgestickt und ich freue mich auch schon total, das gleich mal anzuziehen. Dann gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Ich glaube, das ist richtig, richtig schön. Das habe ich auf jeden Fall in der Größe S genommen und ich werde das gleich mal in Kombination mit der Bluse anziehen. So, und da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt einmal das Simplicity Top angezogen. Es sieht so schön aus. Und einmal die Bluse drüber gezogen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es ist auch so ein ganz luftiger Stoff. Also es ist wirklich so eine perfekte Sommerbluse. Ich mag das auch, dass es so über die Hände drüber geht. Man kann es sich aber auch so hochziehen und dann bleibt es auch so. So, jetzt machen wir aber mal weiter. Und ich muss euch sagen, ich wünschte, Daniel hätte das gefilmt. Das wäre einfach die authentischste Reaktion vorhin gewesen. Ihr müsst wissen, ich benutze jetzt Piolet Beauty wirklich schon oft. Ich guck mal, ob ich die, was heißt oft, lange. Ich guck mal, ob ich die Story finde, wo ich euch Piolet Beauty vorgestellt habe und blende euch ein Foto ein. Ich habe noch einen Toner, den ich verwende. Der ist jetzt nicht von Piolet, weil die einfach keinen Toner haben und auch noch ein anderes Waschgel. Dann kommt immer der Piolet Beauty Booster drauf und danach kommt, das ist jetzt der SPF, aber danach kommt dann die Ceramide Barrier Repair Cream und meine Haut verträgt die so gut. Und ihr müsst wissen, meine Haut ist irgendwie super empfindlich geworden. Und es gibt auch noch den SPF. Leute, jeden Tag SPF tragen. Ich habe mich auf jeden Fall schon sehr doll gebessert. Ich mache es immer noch nicht perfekt, aber ich bin auf dem Weg dahin, es wirklich jeden Tag auf mein Gesicht zu schmieren. Auf jeden Fall kann ich euch mal kurz was demonstrieren. Also das hier ist der Booster. Kommt halt einfach vor der Creme drauf. Also wenn ihr jetzt so eine eher trockene Haut habt oder eine normale Haut habt, wenn ihr eine ölige habt, reicht auch definitiv einfach nur die Creme. Ich glaube, man kann auch nur den Booster nehmen. Aber ich nehme immer beides. Und seht ihr das? Da kommt einfach nichts. Ah, da kam noch was raus. Leute, aber es ist leer. Und ich war schon so traurig, weil ich mir dachte, toll, jetzt ist mein Booster leer, ich habe keinen neuen. Und dann gehe ich heute an den Schrank und ich habe es komplett vergessen, sehe ich auf einmal diese Verpackung. Und Leute, da ist einfach noch ein niegelnagelneuer Booster drin. Ich kann euch das mal kurz von der Textur zeigen. Ihr müsst am Anfang halt ein bisschen pumpen, weil ich finde auch diese Verpackung so toll. Die pumpt wirklich bis zum Ende alles hoch. Also ihr kriegt wirklich alles raus. Er hat halt so eine ganz leichte Textur. Meine Haut liebt das und meine Haut ist dadurch auch gar nicht mehr trocken. Und gerade die Kombination aus Booster und aus Creme macht es bei mir wirklich aus. Und ich weiß, viele haben sich auch am Anfang gedacht, okay, so warum Piolet Beauty? Was haben die jetzt mit Beauty irgendwie zu tun? Aber es gibt da extra ein Team, was sich um die Produktentwicklung kümmert. Und wirklich, meine Haut ist empfindlich und ich liebe die Produkte und die sehen auch noch wunderschön aus und ich liebe es wirklich. Ich liebe es so, so sehr. Also das ist auch schon wieder fast leer, die brauche ich auch neu. Die Creme kann ich euch auch mal gerade kurz zeigen. So schaut die Creme einmal aus und die ist wirklich fast leer, also ich brauche die echt neu. Muss ich auch einfach meinen Code nutzen. So, guckt mal. Und das zieht aber gleich ein, das bleibt nicht so auf eurer Haut, aber irgendwie so ein Mini-Film bleibt noch. So, ich darf jetzt nicht zu doll abschweifen, aber ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe, dass der Booster noch da ist oder da war. Und dann gibt es halt noch die Sonnencreme.
kann ich euch auch einmal kurz zeigen. Die sieht so aus. Ist so leicht gelblich. Das ist halt schon so ein bisschen noch dieses Sonnencreme-Gefühl auf der Haut, aber auch da, eigentlich geht die Foundation da ganz gut drüber, man muss es halt gut verblenden. Genau. Und dann, wo wir gerade noch bei Skincare sind, ich habe euch unten noch so eine Leiste reingepackt, ne? Falls euch jetzt zum Beispiel nur Schmuck interessiert, müsst ihr euch das jetzt ja nicht angucken. Genau, aber ich finde es so gut, deswegen wollte ich euch das zeigen. Ich finde gerade den dritten Lip Tint nicht, aber ich habe auch natürlich das Peptide Lip Treatment da. Auf jeden Fall SPF 50+. Super gut, wenn wir am Strand sind, weil man vergisst immer seine Lippen. Ne? Also und Sonnencreme auf den Lippen ist immer dieser komische Geschmack. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, aber ich dachte mir immer so besser als gar nichts. Und jetzt gibt es halt auch das hier. Ne? Finde ich super, super gut. Und dann noch ganz kurz noch eine andere Kategorie. Haarspangen. Ich muss euch sagen, ich finde die super, super schön. Die auch. Aber meine allerliebste Haar... Also das am Strand, ne? Freue ich mich hier jetzt schon drauf. Meine allerliebste Haarspange ist die von Piolet. Ich meine, die gibt es noch. Ich schreibe es euch sonst hin, aber die muss es eigentlich noch geben. Ist die, und die Qualität davon ist, ich kann euch das nicht beschreiben, aber ihr könnt die erstmal so ganz aufmachen und da passiert nichts. Das ist auch nicht, also hier ist es so dieses typische Material, das hört man glaube ich auch, also die hält trotzdem gut, aber das ist halt dieses, wie so Plastikmaterial, aber das ist weicheres Material. Also es ist, das, da bricht euch nichts ab. Das ist wirklich so eine hochwertige Klammer, auch wenn man die die hält richtig die Haare zusammen. Es ist nicht dieses unangenehme Gefühl, kein pieksiges Gefühl, gar nichts. Ich liebe es total. Deswegen wollte ich euch das noch kurz zeigen. Auf jeden Fall habe ich hier noch neue Ohrringe. Das sind die Resonance-Ohrringe. Und jetzt mache ich mal die Drop-Ohrringe raus. Dann kann ich euch die noch mal ganz kurz zeigen. Ich finde die so wahnsinnig hübsch, ne? Okay, wow. Das könnten neue Favoriten von mir werden. Wie schön sieht das gerade aus. Es ist so ähnlich wie die Drop-Ohrringe, aber noch mal so ein bisschen schlichter. Schaut mal, ich finde, das sieht so wahnsinnig hübsch aus, auch wenn man jetzt so zur Seite schaut, weil das so eine Kugel ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ist halt auch einfach die perfekte Größe. Und Goldschmuck, ich liebe es aktuell, obwohl Silberschmuck auch richtig cool aussehen würde jetzt zu dem Outfit. Das sind übrigens die Stella Glow-Ohrringe in Silber, die habe ich auch in Gold. Ein anderer Favorit von mir sind die Moonshine-Ohrringe. Ich zeige euch davon mal beide, aber die sind auch wirklich schon sehr statementmäßig. Die würden jetzt am Ohr ungefähr so getragen aussehen. Auch wunderschön, gerade wenn man jetzt vielleicht eine schlichte Kette trägt, dann kann man eh immer diese großen Ohrringe perfekt tragen. Das sind die City Lights-Ohrringe. Das sieht ungefähr so aus. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen, aber... Ich finde die gerade so schön. Ich muss euch trotzdem einfach noch ein paar andere zeigen. Auf jeden Fall gibt es hier auch noch die Glowing-Ohrringe. Dann gibt es auch noch, die will ich euch gleich mal kurz zeigen, wie die im Ohr sind. Die passenden Ohrringe zu meinem Ring. Das sind die Pure Pearl-Ohrringe. Auf jeden Fall eure Piolet-Favoriten in die Kommentare, ne? Ich will euch das nur mal kurz zeigen, wie schön die sich halt dann so bewegen, ne? Wie schön die im Ohr hängen. Die schlichtere Variante. Ich kann euch auch gerade einmal kurz, wo ich schon dabei bin, mal die silberne Variante zeigen, weil ich zeige euch immer Gold. Das meiste gibt es ja bei Piolet in Gold, vieles sogar auch noch in Roségold. Und das ist mir aktuell zu groß. Das wären jetzt noch die Stella Glow Ohrringe, die Moonshine Ohrringe. Packe ich doch auch gerade noch mal schnell rein, komm, dann seht ihr das auch getragen. Auch super schön. Natürlich jetzt aber im Vergleich viel, viel größer. Und das ist dann aktuell, es ist einfach immer so eine Phase bei mir, ne? Aktuell sind es dann halt eher wieder die schlichteren Sachen. Es gibt aber auch alle möglichen Formen und Farben. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mit Ringen erstmal weiter. Bei Ketten habe ich auch nochmal unzählige. Den Physical Ring ziehe ich auch einmal an. Sieht so aus. Es ist ein wunderschöner Ring. Und Ringe machen einfach alles aus. Ich liebe das so, so sehr. Auch den Honey Ring, den habe ich euch auch schon ganz, ganz oft gezeigt. Auch ein wunderschöner Ring, kann man jetzt so gut kombinieren. An der anderen Hand zeige ich euch jetzt mit den Kumo O-Ring, den habe ich nämlich auch noch da. Auch sehr schön, ich liebe Statement-Ringe, ich finde, das macht so viel aus. Dann zeige ich euch noch den Ohui-Ring. Ohui, ich glaube, ich spreche es richtig aus, ich hoffe. Das ist nochmal so ein Mittelding, finde ich. Der ist so auffällig, aber auch nicht so auffällig. Dann mache ich jetzt einmal meine Sleeky-Kette ab. Ich muss mich wirklich ein bisschen beeilen, das Video wird wieder so lang. Aber ich möchte euch immer alles ausführlich zeigen. Das ist die Sleeky-Kette, guckt euch einfach mal das Material an, wie hochwertig die ist. Mit meinem Birthstone. Ich hoffe, der ist jetzt auch richtig rum. Ja, dass ihr den sehen könnt, das ist so ein grüner im August. Wie gesagt, die Sleeky-Kette, das einfach wie die fällt, wie die aussieht, einfach ein Träumchen. Dann, die kennen wir alle, den Ilano-Joker. Mag ich auch sehr gerne. Ich finde, das passt jetzt gerade auch
ziemlich gut zu dem Top. Natürlich auch, wenn der einfach auf der Haut so aufliegt. Finde ich sehr, sehr schön. Es gibt dann auch noch die 111-Kette. Eine der ganzen Engelsteilketten, die es gibt. Auch wahnsinnig schön. Könnte man natürlich jetzt auch gut kombinieren. Einfach wieder als so eine schlichte Kette. Und das mag ich wirklich aktuell am allerliebsten. Die gibt es natürlich auch noch. Dann gibt es unter anderem auch die Shine Bright Kette und die ist auch so schön. Das ist einfach eine kürzere Kette, die hat aber halt noch so ein bisschen Sparkle dran. Lässt sich halt alles auch zum Beispiel perfekt mit der Sleeky Kette oder mit dem Ilado Choker kombinieren, weil der halt einfach so plain ist. Es gibt wirklich so viele Sachen und ich kann von fast allen die Namen auswendig. Und die ist wirklich für den Urlaub. Finde ich perfekt. So sieht das ungefähr aus. Und ich finde es so schön, gerade wenn man wirklich ein Bikini oder einen weiten Ausschnitt anhat, dann hängt die halt so schön. Einmal die Two Layers Kette, ist so ein bisschen wie die Slicky Kette, aber doppelt. Guckt mal bitte, wie die fällt. Also das ist so ein weiches Material, so ein hochwertiges Material. Finde ich wirklich richtig, richtig toll. Ich finde es übrigens auch richtig toll, wie schön der Fokus bei der Kamera ist. Guckt mal, macht die mich scharf, dann mache ich so, dann macht die Kette scharf. Schaut mal. Ich muss halt wirklich sagen, dass mir von der Kette an sich, die Two Layers und die Sleeky Kette von dem Material am allerbesten gefällt. Hier ist es halt vom Gefühl her, wie weich die ist, genauso wie bei dem Kanani Armband. Es ist so weich. Seht ihr das auch, wie die sich bewegt und wie die im Licht schimmert? Wenn ihr euch eine Kette holen wollt und viel damit machen wollt, holt euch die Sleeky Kette. Das Kanani Armband ist auch so. Schenkt euch das, schenkt das von eurer besten Freundin, habt das im Mann, ist euer Freundschaftsarmband. Das ist einfach so mein Favorit. Dann die Drop-Ohrringe und jetzt ganz neu die Resonance-Ohrringe. Ich liebe die gerade so sehr und auch diese großen Ringe. Aber guckt euch bitte unbedingt im Shop rum. Denkt dran, ihr könnt mit meinem Code MARIEFAVE oder über den QR-Code oder über den Link in der Infobox 20% sparen. Falls ihr Fragen generell haben solltet zu Pure Lay, fragt mich. Eure Favoriten unbedingt in die Kommentare. Dankeschön fürs Zuschauen.